Hallo liebe Sims hier Freundinnen und Freunde. Zuletzt waren wir hier beim Playboy, dem Schöpfenjäger. Wir gehen mal woanders hin. Mal schauen, und wen haben wir denn alle schon? Also durchgespielt habe ich hier mal alle, auch ein bisschen offline, damit alle wenigstens einen Job haben und damit versorgt sind. Ja, wir waren schon lange nicht mehr bei der Familie von Binsen. Hoffentlich ist nicht alles in die Binsen gegangen. Ja, ist ja egal, wenn wir daneben zum Spielen. Hauptsache irgendjemanden. Wir hatten, glaube ich, nur Zulauf bekommen von einem Kindermädchen oder Kinderfrau, die sich oder Haushälterin, ich weiß es nicht so genau. Hat man auch, glaube ich, nur kurz einmal angespielt. Ne, sind alle auf dem Pott. Oder sowas. Und ich darf nicht vergessen, dass ich den Mod drin habe, dass hier, wenn man irgendwie Ladebildschirm hatte, dass man danach gleich ins so ein Feuer. So, ach, das. Ah, die Tiki Bar, genau. Ich dachte, hier brennt das Haus. Aber dem ist nicht so. Mal gucken, was wir hier mit den Kindern Schularbeiten gemacht, beziehungsweise ihr habt eure Schularbeiten irgendwo hingepackt, euer Aufgabenheft oder wie auch immer, und das muss ich erstmal suchen. Das müsst ihr ja mitnehmen. Also hier nicht und ein Stocker höher. Da auch nicht. Wo habt ihr das denn hingepackt? Ja. Oh, was an. Was haben wir denn gehabt? Emotional Aura. Das war, glaube ich, hier Energie geladen. Das haben wir ja schon. Also ich sehe die Hausaufgaben nicht. Habt ihr die etwa in den Bücherschrank mit reingepackt? Nein. Okay. Ich weiß nicht, was ihr mit den Schularbeiten gemacht habt. Das ist aber auch ein bisschen korpulent. Was hat sie denn für ein Kleid an? Das passt ja überhaupt nicht. Aber sie muss auf alle Fälle was anderes anziehen. Das sieht ja voll daneben aus. Ja. Outfit planen. Aber wir sollen erstmal futtern. Das ist ja auch wichtig. So, wann müssen die Kinder zur Schule? In 2 Stunden. Okay. Wie sind sie drauf? Gut drauf, gut drauf. Auch gut drauf, auch gut drauf, auch gut drauf. Herr von Binden muss Artikel schreiben und 3 Stunden zur Arbeit. Was muss er noch? Bücher selbst veröffentlichen. Muss er noch 2. Cornelia hat keinen Job. Die sollte aber eigentlich einen Job haben. Ja, schauen wir erstmal mal an, was die gute Haushälterin. Nein, die Haushälterin brauchen wir. Also das passt irgendwie gar nicht. Ist sie etwa sitzen gelassen worden? Genau, das ist ja normal. Soll aber noch ein zweites Outfit haben. Ja. Hut wollen wir nicht haben. Top, Beinbekleidung, Schuhe, Make-up, Haare. Haare bleiben so. Make-up, meinetwegen. Einfach so ganz normale Klamotten, so wie man immer mit rumläuft. Haben wir denn noch Hübsches? Ja, wunderbar, das sieht auch toll aus. Nein, nein, nein. Ja. Ja, das sieht aus wie eine Rockerbraut.
Genau so muss ich rumlaufen. Huch, nein, natürlich nicht. Blusen. Jacken. Sieht das aus? Nee, irgendwie nicht. T-Shirts. Ja, mal gucken, ob wir eine schönere Farbe haben. Weiß, rot, grün, und kein Blau. Wie sieht das denn aus? Ja, wunderbar. Löwenhahn oder was soll das sein? Oder hier so was Niedliches, hier so ein kleines Hühnchen. Wölfe. Und dann noch? Nein, 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 nein. Ein Poloshirt. So ein Ring, ne? Dingsbums. Bäh. Alles nicht so. Und warum nicht als Zebra rumlaufen? Die mit den breiteren Streifen. Betont auf alle Fälle alles, was man sehen kann. Nee, dann lieber hier. Aha. Sowas. Und als Kombination, was haben wir denn da? Ich glaube, da passt gar nichts. Aber wie ihr seht, ist es ein bisschen mehr geworden. Weil ich ein paar Sachen runtergeladen habe irgendwo. Ich kenne mich da irgendwie nicht so gut aus. Jeans. Oh ja. Wunderschön. Aus wie irgendwo entsprungen. Aus dem Schlag. Kaputte. Dunkelblau. Ah. Okay, aber die Schuhe passen irgendwie gar nicht dazu. Schon einiges, da kann der nicht hier so eine grüne Sohle, eine rosa Sohle, eine blaue Sohle oder türkis, das ist eher türkis. Graue Schuhe, flache Schuhe, schwarz. Da war auch irgendwas aus dem Blau oder schwarz. Okay, das passt. Was hat denn da? Armband? Weg damit. Dann, ja, schon rosa. Mit einem grau-schwarzen Stein. Also, da kann man sich aber auch mit verletzen. Okay, das sagen wir mal, ist mal in Ordnung, oder gucken wir mal, dass die Armkleidung, nee,
Da muss irgendwas anderes her. Das sieht doch ganz hübsch aus. Zum Sport, ja. Was Knalliges. Nein. Irgendwo schön bunt. Pille in der Wurst. Wurstpille. Ja, warum nicht? Oder zum Schlafen. Sieht aber ordentlich aus, Schlafanzug. Wunderschön, aber ohne Socken. Und ohne Schuhe. Da macht sie jeden Mitschläfer oder jede Mitschläferin wild. Für Party? Ja, okay. Nichts auszusetzen. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber ich bin kein Modemensch. Ich sag ganz einfach. T-Shirt, Jeans und Schuhe, irgendwelche, und das war's dann. Also bei mir nicht, ich ziehe sehr selten Jeans an. Nur ganz normale Hosen. Beziehungsweise, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, natürlich dann eine Fahrradhose. Es sei denn, ich muss irgendwas anderes noch erledigen. So, die Kinder müssen zur Schule in 2 Stunden. Okay, die Cassandra hat keinen Job und die Cornelia von Binsen, die hatte auch keinen Job, die kann aber einen Job annehmen. Was kann sie denn gut? Kochen kann sie gut. Das ist ja wunderschön. Und Herrenhausbaroness möchte werden 15 Kunstwerke besitzen. Ja, aber sie kann gut kochen, deswegen werden wir sie als Köchin. Aber läufst du denn halbnackt rum? Lombek. Warno Ooks. Weber Charb. Chinosa Bombisk Milzia Kruz. Branka. Hispa. Kres Larkim. Benarb. Yelskarbish. Cesare. Busharb. Divowis Parasharozima. Ja, such dir einen Job. Was ist überhaupt ein Handy? Was für eine Marke? Ja, ich kann auch als Barista arbeiten. Das sind dann nur. Nö. Lecker Maul. Genau, 2 Tage frei. Aushilfe zum Tellerwaschen. Dann müssen wir 3-mal Geschirr abwaschen. Jabin! Also, was kann unser hier Hausmädchen gut? Kochen. Teguna aim judo. Womberg. Ja, ist schon auf Stufe 9. Gartenarbeit auch auf Stufe 9. Wie kommt dieses? Hat sie auch hier irgendwas schon gekauft? Punkte schon eingelöst? Sieht nicht so aus. Doch, hat sie auch schon. Oh, den ganzen Kram. Also das funktioniert ja automatisch auch gut. Wusste ich ja gar nicht. Ich glaube, wie sie eingestellt wurde oder wie sie hier eingezogen ist, dann konnte sie noch nicht kochen. Oder? Guckt euch diese Oberweite an. Das ist ja also ganz schön gewaltig. Was muss er machen? Er muss noch Level 5 einer beliebigen Karriere schaffen. Und er hat eine Stufe 3. Was muss er da machen? 2 Bücher selbst veröffentlichen. Man muss ja zur Arbeit in 40 Minuten. Das wird heute nichts mehr mit Bücher schreiben. Schauen wir doch mal da noch ein Buch. Gedichte lieblicher als Bäume. Wo haben wir unseren Briefkasten da? An Verlag verkaufen. Und zwar dieses Buch.
Fängt gerade erst an. Spiele 5 Stunden die Sims 4. Kommt mir so bekannt vor. War das nicht eben gerade bei... ja, ich hatte vorhin die Folge von Gronkh angeguckt. Und ich muss mich immer noch wundern, weil er hatte ja schon vor vielen, vielen Folgen erzählt, dass er hier den Mod installieren möchte, dass hier seine Sachen nicht so schnell, dass die Dinge nicht so schnell kaputt gehen, aber gemacht hat das nicht. Oder beschwert er sich immer, dass die Sachen immer noch so schnell kaputt gehen? Naja. Man kann viel reden, wenn der Tag lang ist. Also ich habe die Mods alle bei mir schon deinstalliert. Und ich habe vor einigen Folgen, habe ich in einer Folge darüber gesprochen, welche Mods ich da benutzt habe. Und es sind, glaube ich, nur ein oder zwei dazugekommen. Also werde ich demnächst nochmal eine Folge machen, wo ich dann diese Mods beschreibe, die ich noch nicht beschrieben habe. So, Moment, das ist aktiviert. Das ist auch aktiviert. Also die Geräusche sind hier von der Tiki-Bar. Ferdinand erhält Bescheid in den Kantinen. Ferdinand ist zur Arbeit, bla bla bla. Was haben wir da noch? Was für ein Papierkorb. Der eh von den letzten anderen Haushalten. Können uns ja nicht alles merken. Was ist nun mit der Mutter? Man muss sie 2 Tage bis zur Arbeit. Wunderbar. Dann können wir uns ein bisschen um den Garten kümmern. Bewässern. Und die Haushälterin natürlich auch. Kein Training. Garten pflegen. Das ist, glaube ich, alles mit dabei. Und die braucht keine Arbeit. Die hat ja genug zu tun. Sich um die Kinder und so weiter zu kümmern. Moment. Sie wird nicht bewässern, sondern... wie fit ist sie denn? Sie muss nur was essen. Okay, dann ess mal was. Dann iss mal was, dann iss mal was. Und zwar... mal öffnen. Was haben wir denn da noch? Arme Ritter. Arme Ritter essen. Okay. Und danach werden wir reisen. Dann gucken wir mal ein bisschen, ob wir irgendwo noch ein paar Sachen hinbekommen, die fehlen. Was haben wir denn da? Karottenpflanze. Dann haben wir nochmal Karotte. Karotte. Karotte, Karotte, Karotte. Da haben wir... nochmal Karotte, Petersilie, nee, Spinat, nochmal Karotte, ein bisschen eintönig hier, da haben wir einen Birnbaum, einen Apfelbaum, da braucht man eigentlich nur Zitrone. Zitrone und Kirsch gibt es auch noch, aber man braucht noch Energie. Auch keine Energie mehr, niemals erschöpft. Zack. Und schon ist das mit der Energie erledigt. So, und dann können wir nämlich reisen. Reisen. Also das, was man eigentlich immer braucht oder fast immer, das ist Zwiebeln und Tomaten. Was zum Beispiel, wo ist... Entschuldigung. Zwiebeln und Tomaten gibt. Aber ob sie im Augenblick reif sind, das ist eine andere Frage. Weil ich da schon öfters war mit anderen Sims und dann war da nichts. Beziehungsweise die Pflanze war da, aber man konnte sie nicht ernten. Da müssen wir da oben hin? Da müssen wir hin. Da haben wir einen Zitronenbaum. Können wir nicht ernten, danke. Salbeistrauch können wir auch nicht ernten. Achso, ich wollte erstmal eine Pause rausnehmen. Kann ja sein, dass das eine Pause gelegen hat. Können wir gerade nicht ernten. Was haben wir da? Können wir nicht ernten. Tomatenstrauch können wir im Augenblick auch nicht ernten.
können wir auch nicht ernten. Und das sind hier nun Blumen. Gänseblümchen, Gänsechrysanthemen. Ach ja, wenn jemand nicht weiß, was man mit den Blumen machen kann, die kann man ebenfalls verkaufen. Wenn man viele Blumen zu Hause angebaut hat, dann ist das natürlich auch praktisch. Mal drehen. Hier haben wir irgendwo Zwiebeln gehabt. Zwiebelpflanze können wir nicht ernten. Verfluchter. Erdbeeren können wir auch nicht ernten. Haben wir noch was gehabt? Nein, hier war nichts. Hier war nichts. Ach ja, falls ihr euch wieder fragt, warum ich hier diese Sachen schon machen kann, bei mir sind die Punkte anders eingestellt. Also es kostet nicht 4000 Punkte, bis man da irgendwas erreicht von den teuren Sachen, sondern 300 nur. Weil das ist ja auch nur ein Let's Play und kein normales Spiel. Im normalen Spiel habe ich das nicht drin. Da schmeiße ich die Mods oder die meisten Mods raus. Aber ich bin noch gar nicht richtig zum selber Spielen gekommen. Können wir nicht ernten. Macht ein Nickerchen. Das muss doch gar nicht mehr sein. Du bist doch hier. Niemals erschöpft. Brauchen nicht zu schlafen. Okay, du musst du glaube ich einmal schlafen, damit das hier wieder alles in Ordnung ist. Reisen wir noch mal woanders hin. Dort, wo es noch was geben könnte. Machen wir die Folge ein bisschen länger. Wurde ein bisschen aufgehalten mit der Umkleideaktion. Beziehungsweise mit dem Outfitplan von unserer Haushälterin, weil die war ja fast im Hochzeitskleid rumgelaufen. Und das ist jetzt großes Oasis Springs. Schauen wir mal da irgendwo. Da sind ja auch Pflanzen. Irgendwo gibt es auch noch Kartoffeln. Kann man auch gut gebrauchen. Denn wenn man hier eigenes Obst und Gemüse und die eigenen Kräuter nimmt, wird die Herstellung des Essens günstiger. Wir brauchen es dann nämlich nicht zu kaufen. Erstmal gucken, ob wir was finden. Da haben wir Chrysantheme. Chrysantheme ist nicht zum Essen. Können wir angeln. Da drüben haben wir wieder Chrysanthemen. Achso, das kann ja weiterlaufen. Nichts Vernünftiges. Ich habe mir auch gar nicht jetzt gemerkt, wo es den Kirschbaum gibt. Was haben wir da? Gänseblümchen ist auch nicht zum Essen. Hier können wir was graben und nochmal graben. Hier haben wir einen Zitronenbaum. Können wir nicht ernten. Auch mal die Sachen, dass die Sachen nicht reif sind, wenn ich gerade da bin. Finde ich ja gemein. Kommen wir auch nicht weiter hin. Haben wir hier was? Nein, hier ist wieder was. Und wieder Gänseblümchen. Da haben wir ausnahmsweise Chrysanthemenblümchen. Oder Chrysanthemenblümchen? Chrysanthemenpflanze. Muss auch mal gucken, da müssen wir uns auch mal umdrehen. Weil manchmal sind die Sachen hier hinter einer Ecke versteckt. Haben. Und hier gibt es auch Frösche. Frösche finden. Schauen wir mal weiter. Mal drehen. Zack, graben.
Karottenpflanze. Die Karotten haben wir schon genug. Noch mal einen Zitronenbaum. Jetzt können wir ihn aber ernten. Das ist sehr schön. Dann noch mal graben. Noch mal schauen, haben wir hier was? Ne, sieht nicht so aus. Eine zufriedenstellende Leistung von Franz. Okay, was haben wir da? Nur Chrysantheme? Nein. Angeln wollen wir auch nicht. Und auf die andere Seite des Baches oder Flusses können wir auch nicht kommen. Was haben wir hier noch für einen Baum? Nochmal Zitrone. Die können wir nochmal ernten. Haben wir schon zwei Zitronen. Und hier können wir nochmal graben. Und da auch nochmal graben. Nein, das können wir nicht graben, weil es wieder voll ist. Jo. So doch nicht. So doch nicht. Einfach graben. Wie geht es sonst bei ihr aus? Ja, seht ihr, jetzt geht die Energie nicht mehr runter. Tja, die Sachen sind noch zusammen. Dann können wir mal umschalten zu den Kindern. Kontrolle auf Franz von Binsen lenken. Genau. La, 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 la. Bada, bada. So. Aber an dieser Stelle mache ich dann Schluss und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.